Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus dem LS19 Südhemmern Projekt. Einen wunderschönen Mittag wünsche. In der letzten Folge sehen wir ja beim Ernten der Zuckerrüben und beim Schlägeln vom Kraut von den Karotten stehen geblieben. Und ja, ich bin jetzt gerade dabei da mit dem Arion die Kartoffeln wieder ins Lager zu bringen, weil bei den Schweinen ist ja voll. Und dann würde ich sagen, machen wir das einmal und dann schauen wir mal, wie lange der noch da braucht zum Schlägeln. Und dann schauen wir mal da, weil das Unkraut da, das nervt. Aber jetzt machen wir uns das mal weg. Vielen, vielen Dank für euer nettes Feedback und am letzten Video. Und ja, das freut mich, damit euch das Projekt da gefällt. Und ja, dann machen wir da weiter. So zu tun. Außer das zu ernten und abzufahren. Dann mal wahrscheinlich wieder ansehen. Der braucht noch 5 Minuten. Schauen wir, ob es sowas zu richten gibt. Na, die sind die Leckmieten. Ah, der muss wieder entladen werden, das passt ja. Jetzt können wir doch mal weiter schauen. Und ja, dann wird es so, passt das. Dann macht er da weiter. Ah, hey, was ist super brav? Ja, komm, er ist ja auf Frau am Scheiß, die ist immer brav. Weil die ist jetzt einmal stehen geblieben, wenn man bei. Dann stellen wir jetzt da weg. Sonst weckt das sich wieder auf. Ah, was ist mit dir? Zu früh gelobt. Ich hatte ja nur die Bestellung wieder aufgelassen. Passiert noch was. So. Der Kollege ist auch gleich fertig. Was habe ich gesehen, ist zum Auffüllen. Wow. Da haben wir jetzt 20 Schweine. Jo, das passt. So, dann schauen wir noch weiter. Kompost. Schauen wir mal zur Kompostherstellung. Wow. Du joinst einfach. Wow. Man joint einfach direkt. Okay. Nichts gesagt. Man joint einfach mit dem Kompost ein. Alles klar. Jo, da brauchen wir Getreide und Dünger. Dann haben wir Saatgut. Da haben wir Mist und Gerreste. Dann haben wir dann Dünger. Da brauchen wir wahrscheinlich Wasser und Dünger. Dann haben wir Flüssigdünger. Da ist die Hoftankstelle und da ist eben der Komposter. Der braucht wahrscheinlich Diesel. Ja, genau. Da haben wir dann ein schönes Ding. Ah, cool. Der Schneidwerk. Und
Da haben wir dann das Lager. Und da hinten haben wir was. Das ist ein Lager. Da haben wir eine Werkstätte zum Auto richten. Und dann müssen wir noch schauen, was wir noch zu machen haben. Und ja. Dann schauen wir noch weiter. Ah, der muss wieder entladen, ne? Boah, wie ich sehe, ist der andere auch gleich fertig. Dann schauen wir gleich mal weiter. Dann können wir wirklich schon nochmal den X, den Ernte einsteuern. Aufpassen. Jetzt werden wir schnell gleich weiter wegfahren. Ne. Musst du immer wegfahren. Du sollst stehen bleiben. Ja, fahr auch weiter. Passt das so, würde ich sagen. Den Rest muss ich dann selber enden, aber das mache ich dann offscreen. Wenn ich mehr nicht bin, weil ich werde es halt wahrscheinlich schon langweilig von oben werden. Der ist da. Ah, der Herr Kollege ist fertig. So. Dann nehmen wir mal. So, der ist weg. Was hat denn der Herr Kollege schon wieder? Wie holst du bitte aus, Herr Kollege? So, dann schauen wir kurz. Jetzt an den Ernten. Dann erntest du mal kurz. Leitlein, ich bin in ein paar Sekunden wieder da. Ich schicke euch einmal bei dem mit. Und dann passt es. Bin ich wieder. Jo, dann schauen wir doch mal weiter. Dann wollen wir einen Kurs machen. Plus generieren. Oh mein Gott. Der wird Spaß machen. Ich muss da auch noch ein bisschen. 3600 Punkte. So. 2 Stunden dauert das. Ja, da dauert ein paar Fälle. Auf. Jetzt werden wir es mal speichern. F9. So. Der muss entladen werden. Da schauen wir gleich mal. Und ja. Dann passt das wieder. Dann ist ja die Folge schon wieder zu Ende. Jedes Mal ist das dasselbe. Kannst du nicht schon vorher, wenn die Kuma ausklappen? Lieber schnell entlassen, bevor es wieder weg dort.
So, dann ladet er schnell aus und dann ist fertig. So, Herr Kollege, fahr weiter. Ich fahr da weiter mit dem. Und dann passt das wieder. Ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Wenn du dann doch so gerne eine Bewertung durch, schreibt einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao.